mal heiraten und eventuell Kinder. Wir heiraten bald, Leute. Ihr seid alle eingeladen. Wo war euer erstes Date? Früher war ich so einer hier. Schaut mal her. Warum Bodybuilding und keine andere Sportart? Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir ein Q&A für euch. Ganz genau. Ich habe dem Nico auf Instagram Fragen gestellt und passend zu diesem Q&A beantworten wir die einfach mal für euch. Und genau. Falls ihr mehr von diesem Format sehen möchtet, gerne dem Nico bei Instagram folgen genau. Und auch einen Daumen nach oben hinterlassen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr mehr sehen möchtet, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Wir haben jeweils 10 Fragen rausgesucht. Du hast 10, ich habe 10. Wenn ihr mehr von diesem Format haben möchtet, dann ballert jetzt auch Fragen in die Kommentare. Genau. Schreibt mir auf Instagram, dann werden wir mehr von diesem Format bringen. Du hast es ja schon gesagt, ich jetzt auch nochmal. Viel Spaß bei dem Video, Freunde. Peace. Leute, übrigens, wir waren gerade beim All-Can-You-Eat-Essen, weil Nikos Papa Geburtstag hatte und uns eingeladen hat. Ja. Und wir sind echt fertig. Wir haben jetzt original 22.16 Uhr. Genau, ich bin mega voll, Leute. Ich auch. Wir haben uns echt zugefressen. Ich würde sagen, du beginnst einfach mit der ersten Frage. Genau. Und hau einfach mal raus. Ich fange jetzt an mit der ersten Frage. Woher kommt ihr beide? Aus welchem Land? Wir kommen aus Deutschland. Deutschland und sind auch in Deutschland geboren. Die Frage ist jetzt an mich gerichtet. Wie lang noch Massephase? Ich würde sagen, so ein gutes Jahr würde ich noch die Masse machen. Ja. Tipps gegen Akne, fragt jemand. Und dazu kann ich so viel sagen. Ich hatte noch nie Akne, ich auch aber nicht. Ich glaube, es gibt ganz gute Tipps gegen Pickel. Und zwar, was mir zum Beispiel geholfen hat, ist, dass man sich einfach am Tag nicht so häufig ins Gesicht fasst. Wegen den Bakterien von der Umwelt. Und ein Tipp von mir, cremt euch auch regelmäßig ein, ist auch ganz, ganz wichtig. Geht oft genug duschen, okay? Ja. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr schwitzt, versucht nach dem Sport immer duschen zu gehen. Denn wenn der Schweiß trocknet, dann kriegt man diese Mitesser und die sind einfach richtig ätzend, okay? Vor allem im Haaransatz, da wo ihr anfangt zu schwitzen. Also es stimmt ja nicht, dass Leute, die sich nicht waschen, Pickel bekommen. Nein. Das ist ja das einfach, das sind einfach, ja, Bakterien, ja, ganz normal. Teilweise auch Genetik, okay? Viele haben das auch in der Pubertät sehr viel und manche haben das einfach gar nicht. Zum Beispiel ich habe das kaum gehabt, okay? Boah, ich fühle mich so voll, Freunde, ne? Also, das geht auf jeden Fall gar nicht, fit gerade. Finde ich echt mega stabil, mega korrekter Typ und deine Essensvideos sind mega. Wann kommt wieder so eins? Was ich dazu sagen muss, wir haben viele Essensvideos geplant. Wir werden jetzt in Zukunft auch mal ein paar Ess-Challenges wieder machen, Rezepte raushauen. Wer macht das bessere Baguette, haben wir ja gemacht. Wir werden jetzt auch machen, wer macht die bessere Pizza, wer macht den besseren Burger etc. Sowas halt. Haben wir einfach Bock drauf. Wir haben uns überlegt, ob wir uns so ein Glücksrad holen sollen. Habt ihr Bock drauf für geile Challenges? Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ganz genau. Dann werden wir uns das auch zulegen. Wo war euer erstes Date? Grüß mich im Video. Grüß den Burschen hier erstmal. Nassim. Grüße gehen hier an dem Nassim raus. Wo war unser erstes Date? Unser erstes Date war, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, das ist schon sehr lange her, weil wir uns schon übertrieben lange kennen. Ja, Mann. Bei Starbucks, ne? Ja, damals bei Starbucks. Haben wir zusammen einen Kaffee geschlürft. Ganz genau, ganz auf entspannt. Ja, auf entspannten Hasen, würde ich mal sagen. Geht's weiter zur nächsten Frage. Genau. Ist deine Familie Schalke-Fan? Ja, mein Vater ist Schalke-Fan. Mein Bruder war es damals auch, aber dann ist er zu Bayern gewechselt. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich bin kein Fußballfan, aber ich würde auch sagen, ich bin Schalke-Fan. Wo habt ihr euch kennengelernt? Und da werde ich jetzt was zu sagen. Wir haben uns damals in der Stadt kennengelernt. Wir sind uns über den Weg gelaufen und dann über ein paar Kontakte haben uns dann kennengelernt, würde ich sagen. So sieht's aus. Wo hast du dein Selbstbewusstsein her? Ja Leute, ich bin ehrlich, früher hatte ich nicht so ein Selbstbewusstsein. Das kam durchs Training. Bodybuilding macht einen selbstbewusster. Oder ist doch auch so, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, wenn man was für sich tut und irgendwie ein bisschen an seinem Körper arbeitet. Wenn man so sieht, hey, mein Körper, der verändert sich, man wird ein bisschen breiter, die Leute haben Respekt vor dir. Die sagen zu dir, hey, du siehst stabil aus. Aber bei mir jetzt nicht, ne? Nein, jetzt auf mich bezogen. Ja, dadurch kommt das einfach, durchs Bodybuilding, durchs Fitness. Oh, jetzt kommt eine ganz spannende Frage. Habt ihr vor, Kinder zu bekommen? Darf ich was dazu sagen? Ja, mach du einfach. Ich sag danach was. Also ich fange mal an. Und zwar bin ich jetzt 19 und der Nico auch. Ich auch. Und in unserem Alter, da finde ich persönlich, ist das so, also vielleicht spreche ich da einfach mal für uns beide. Mach einfach. Wir fühlen uns beide teilweise noch wie Kinder. Hey, Digga. Und müssen gucken, dass wir unser eigenes Leben organisiert bekommen. Also ich könnte ohne meine Mutter gar nicht überleben, wisst ihr, wie ich meine? Irgendwann mal vielleicht, auf jeden Fall, warum nicht, ne? Ja. Denn Kinder ist eine schöne Sache, haben aber auch Nachteile. zum Beispiel so zwei Rotzlöffel wie uns möchte ich nicht haben. Nein, natürlich nicht, war nur ein Spaß. Ist eine große Verantwortung. Auf jeden Fall. Jetzt könnte ich mir das auf jeden Fall nicht vorstellen, weil ich fühle mich selber noch wie ein Kind. Das kannst du wahrscheinlich auch so bestätigen. Das würde ich genauso sagen. Und ich glaube auch, die meisten wissen gar nicht richtig, was das bedeutet, ein Kind zu haben. Nein, ist das auch so. Das ist eine riesen Verantwortung und das ist ein Menschenleben. Ja, und da muss man sich wirklich Gedanken drüber vorher machen. Mega viele Leute sind Kinder in die Welt setzen. Ja, mega viele Leute sind auch viel zu voreilig. Ja. Und sagen so, hey, ich will jetzt ein Kind mit 20, so, haben keine Arbeit, das haben keinen Abschluss oder so. Ne? Ja, früher war es so, aber heutzutage, die machen sich keine Gedanken oder auch mit 16 und dann stehen sie da, haben nichts erreicht, kriegen nichts auf der Reihe, geben das Kind ab und was haben sie davon? Einfach nur Scheiße. Aber in ein paar Jahren kann man sich das schon vorstellen. Ja, so in 20 Jahren.
Könntest du dir vorstellen, vom Fitness zum Kampfsport zu wechseln? Ich bin ehrlich, Leute, ohne Fitness funktioniert bei mir gar nichts, komplett zu wechseln, nicht zu ergänzen, würde ich mal sagen, so mal ein bisschen Kampfsport dazu zu machen, würde ich mir auf jeden Fall vorstellen, mache ich auch hier und da mal. Dann fragt jemand, geht ihr manchmal zusammen trainieren? Wir sind früher oft zusammen trainieren gegangen, bestimmt ein Jahr, genau, würde ich sagen, und jetzt aber auch schon lange nicht mehr zusammen im Gym. Also wir trainieren im Keller zusammen, im Trainingskeller. Warum Bodybuilding und keine andere Sportart, Leute? Einfach so, ich hasse Teamsport, Leute, ich bin ehrlich. Ich habe damals auch Fußball gezockt, mag ich einfach nicht. Also beim Fußball ist es so, wenn einer nicht kommt, dann ist alles im Arsch. Und beim Fitness ist es so, wenn ich nicht komme, dann schade ich mir nur selber, okay? Aber ich habe das selber in der Hand, das wollte ich damit sagen. Und es ist einfach ein Lifestyle. Man muss einfach das Herz dafür haben und mein Herz schlägt dafür. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, ist einfach so, Leute. Was mögt ihr beim anderen am meisten? Gar nichts. Kennt ihr die Leute, die einen auf gutes Leben machen? So, oh Schatz, soll ich noch ein Tierchen machen? Oh, ich hasse, dass die einen auf beste Leben machen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Was ich an dir mag, dass du wirklich Verständnis für mich hast. Ich bin kein einfacher Mensch, ich bin ehrlich, Leute. Am Nico mag ich am liebsten, dass er einfach immer für mich da ist. Wenn ich irgendwas habe, weiß ich nicht, was das jetzt ist. Wenn mir irgendwas auf der Seele liegt, dann weiß ich ganz genau, dass der Nico mir zuhört und sich auch dafür interessiert. Es gibt ja auch Leute, die sagen dann nur so... Wir hören nur mit ihm hier zu, nur mit einem Ohr. Jetzt Maul. Geh wieder raus. Wie lange seid ihr schon zusammen? Was für ein Motorrad hast du? Bist korrekt. Auf jeden Fall vielen Dank, Nico. Ist schon mal ein ehrenhafter Name hier. Wir sind seit 2,5 Jahren zusammen und ich fahre eine Yamaha YZF. Er 125, so. Was wollt ihr beide später mal machen? Ich möchte auf jeden Fall YouTuber werden, möchte leicht verdientes Geld machen, ich möchte die Leute abziehen, ich möchte mich als Fake-Netty ausgeben. Guck mal, ich dachte jetzt gerade so, was labert ihr mit Scheiße? Die glaubt das sogar. Nein, Spaß beiseite, Leute. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann mal davon leben können. Mit dem, was ich liebe, mit dem, was ich mache. Das heißt mit Fitness, Unterhaltung, mit YouTube also. Und jetzt ist die Frage, was du anstellen möchtest mit deinem Leben. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel in der Bank zu arbeiten und da vielleicht so im Bereich Kredit... Sie wird Finanztante. Hashtag Finanztante jetzt in die Kommentare, Leute. Nein, bitte nicht. Was war euer erster Gedanke, als ihr euch das erste Mal getroffen habt? Ich bin ehrlich, Leute. Mein erster Gedanke war so, hey, das ist schon ein geiler Schlitten so. Die schmeckt bestimmt nach Honig so, wisst ihr? Nein, Spaß beiseite. Ekelhafte, Alter. Ich fand dich immer schon so richtig attraktiv. Du warst so mein Bild von meiner Traumfrau und bist es immer noch. Oh, mein erster Eindruck von Nico war auf jeden Fall so... Nice Zahnlücke, Bro. Dachtest du dir wahrscheinlich drüber. Nice Zahnlücke. Der Nico war so süß irgendwie. Süß? Doch. Nein, früher war ich der Justin Bieber, okay? Ich kenn dich ja, da war der Nico ein Lauch, ne? Leute, passt auf, ich hol ein Bild. Bleibt dran. Früher war ich so einer hier. Schaut mal her. Justin Bieber, sein Uronkel. Ja. Heftiger Typ, aber okay. War der Nico noch nicht so ein breiter... Digga, da war ich voll die Maschine, ja? Richtiger Justin Bieber hier. So, jetzt kommt die letzte Frage von meiner Freundin hier. Wollt ihr mal heiraten und eventuell Kinder haben? Zweite Frage haben wir schon beantwortet. Erste Frage, meine Meinung dazu ist, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dich zu heiraten. Also, du bist einfach meine Traumfrau. Was soll im Wege stehen? Oh. Natürlich jetzt noch nicht, aber irgendwann natürlich. Mein Herz sagt auf jeden Fall ja. Und ich bin mir sicher. Ich kann es jetzt schon sagen, okay, Leute? Auch wenn ich erst 19 bin. Krieg ich nicht einen Kuss? Also ich kann mir das auf jeden Fall auch vorstellen, natürlich jetzt noch nicht, ist ein bisschen früh vielleicht für eine keine Ahnung, weil die Leute sich sicher sind. In anderen Kulturen ist es ja so, dass man mit 18 heiratet, aber bei Deutschen ist es nicht so und in Deutschland schon mal gar nicht. Aber ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, ja. Ehrenfrau, Ehrenmann, wir heiraten bald, Leute. Ihr seid alle eingeladen. Geht ihr ab und zu mal feiern und wenn ja, trinkt ihr was? Wir waren früher feiern, paar Mal. Aber ein paar Situationen haben uns nicht geschmeckt, sehr viel Stress und dann kamen welche, die fassen deine Freundin an, du warst nicht dabei, du kriegst so einen Hals. Man will sich boxen, aber ich bin nicht für Gewalt, Leute. Die ganzen Säufer, die da rumlaufen, ist einfach ekelhaft. Und es sind einfach nur eklige Leute da. Ich bin so, hey, ich gehe Stress aus dem Weg, aber wenn es dazu kommt, wenn einer meine Freundin anfasst, dann dreht bei mir sich alles um und ich drehe einfach durch, so ist es einfach. Es gibt einfach immer Stress, immer Stress und man hört auch immer von Stress. Und Alkohol plus Drogen plus Freundin plus Feiern, es gibt einfach nur Stress, okay, ist einfach so. Also mein Feedback dazu ist, ich gehe auf jeden Fall nicht mehr, ich war früher echt wirklich oft feiern, auch alleine, auch mit dir. Aber ich bin kein Fan von Alkohol auch nicht. Ich trinke zum Beispiel ab und zu mal ja so Champagner. Champagne. Also so zum Silvester oder sowas, ne? Ja, kann man machen, aber... Für mich kann man es nicht machen, also ich mag keinen Alkohol deswegen, also ich trinke gar keinen Alkohol. Und du? Dann hier und da mal. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wir sind jetzt zum Ende gekommen, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Für mehr Fragen, wie gesagt, habe ich alles gesagt, folgt mir auf Instagram unbedingt, damit auch keiner der weiteren Videos verpasst, ganz, ganz wichtig. Und abonniert jetzt auch kostenlos, ist auch ganz, ganz wichtig. Jetzt, Leute. Genau. Für weitere Videoideen gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.